Herzlich willkommen, liebe Leserinnen und Leser der Nachdenkseiten, zur neuen Ausgabe unseres Videopodcasts. In dieser Woche habe ich eine Leserfrage ausgesucht, die mich persönlich auch brennend interessiert. Und zu diesem Thema kriegen wir auch regelmäßig Zuschriften von Lesern, die da selber noch Aufklärungsbedarf haben. Es geht um das Thema Ölpreis. Unser Leser KB schreibt uns: Liebe Freunde von den Nachdenkseiten, für mich stellt sich seit einiger Zeit die folgende Frage. Wie kann der Rohölpreis in so relativ kurzer Zeit so stark sinken? Die Förderkosten sanken mit Sicherheit nicht so stark und wesentlich neue Förderstellen wurden nach meiner Kenntnis nicht eröffnet. Ach, vorweg möchte ich da sagen, dass es da jetzt auch keine einzig und alleinige Wahrheit gibt bei diesem Thema. Also ich kann da jetzt eine Antwort geben, die meine persönliche Auffassung ist, die aber sicherlich andere Leute anders sehen werden. Nehmen wir mal als Beispiel den von mir sehr geschätzten Heiner Flassbeck. Heiner Flassbeck vertritt bei dieser Frage die Position, dass die Ölpreisentwicklung fast gar nichts mit Angebot und Nachfrage zu tun hat, sondern rein finanzmarktgetrieben ist. Ich meine, dass die Ölpreisentwicklung zum großen Teil auch finanzmarktgetrieben ist, ich glaube, daran besteht kein ernsthafter Zweifel. Allerdings, gerade die Entwicklung des letzten Jahres, aber auch der Jahre zuvor, jetzt vollkommen von Angebot und Nachfrage abzukoppeln, das halte ich wiederum für übertrieben. Zumal es sehr gute Gründe gibt für die jetzige Entwicklung. Was nicht dazu gehört, das kam in der Leserfrage ja bereits als Punkt, das sind die Förderkosten. Nein, ganz im Gegenteil. Hintergrund ist, dass in den traditionellen Fördergebieten der OPEC-Länder, vor allen Dingen im Persischen Golf, die Förderkosten extrem niedrig sind. Früher ist dort das Öl so bildlich gesprochen aus der Erde gesprudelt. Man muss es nur noch abtransportieren. Heute sagt man, dass in diesen Ländern am Persischen Golf die Förderkosten ungefähr 7 US-Dollar pro Barrel betragen. In der Nordsee, Alaska und in Russland sind es ca. 18 US-Dollar pro Barrel. Ist also etwas mehr. Wesentlich mehr ist es bei Offshore-Plattformen, die vor allen Dingen in den letzten Jahren auch massiv gebaut wurden, und bei alternativen Fördermethoden, wie man so schön sagt, dem Fracking oder Teersanden in den USA und Kanada. Dort betragen die reinen Förderkosten 28 US-Dollar. Was diese reinen Förderkosten zu sagen haben, da komme ich dann später nochmal drauf. Aber auf jeden Fall, durch den stark gestiegenen Anteil dieser alternativen Fördermethoden und der Offshore-Plattformen sind die reinen Förderkosten in den letzten Jahren massiv in die Höhe gegangen, im Durchschnitt. Und das spricht, würde ja eigentlich für einen höheren Ölpreis sprechen, ist aber nicht so, denn der Ölpreis ist ja gesunken. Kommen wir jetzt zu Angebot und Nachfrage. Fangen wir mit der Nachfrage an, denn das ist so ein bisschen verwirrend. Sie kennen das ja sicherlich, da kommt dann in der Börse vor 8, in der ARD, kommt dann wieder irgendein dahergelaufener Bankexperte, der erklärt, warum die Arbeitslosenzahlen aus Michigan jetzt einen Einfluss auf den Ölpreis haben. Erklärung ist dann immer, der Ölpreis hängt mit der Weltkonjunktur zusammen. Wenn die Arbeitslosenzahlen in Michigan steigen, ist das ein Frühindikator dafür, dass die US-Konjunktur lahmen könnte. Und wenn die US-Konjunktur lahmt, lahmt die ganze Welt. Da steckt natürlich eine Menge Fantasie dahinter. Ich meine, diese ganzen Börsenspieler und Finanzmarktanalysten, die leben ja in so einer Parallelwelt, die eigentlich kaum mehr logisch greifbar ist. Natürlich gibt es einen Einfluss von der Konjunktur auf die mittel- bis langfristige Ölnachfrage. Erkläre ich kurz. Wenn in Indien oder in China oder Südostasien langfristig die Konjunktur wächst, können sich dort mehr Leute ein Moped leisten oder vielleicht sogar ein Auto leisten. Dadurch steigt die Nachfrage nach Öl. Wird ja auch viel mit Öl geheizt in diesen Ländern.
Kommt auch noch mit hinzu. Ja, das sind aber sehr mittel- bis langfristige Geschichten sind das. Die Arbeitslosenzahl in Michigan hat da jetzt eigentlich nur einen sehr, sehr indirekten Einfluss darauf. Und wenn überhaupt, würde es vielleicht rational für, was weiß ich, für ein Tausendstel Promille eines Dollars für den Preis an den Börsen würde das rechtfertigen. Aber die lieben Finanzmarktanalysten, die rechtfertigen damit ja immer gigantische Preissprünge. Ein sehr beliebtes Argument ist dann ja auch immer von den Börsenanalysten, die ja von den Medien dann auch immer zitiert werden, die Unsicherheit in der Eurozone ist für den niedrigen Ölpreis verantwortlich. Ja, die Unsicherheit in der Eurozone. Klar, wenn ich am Wochenende jetzt vor der Frage stehe, ob ich jetzt zu Hause bleibe oder ob ich mit meiner Frau jetzt in den Zoo fahre und dabei Benzin verbrauche, sprich mehr Ölnachfrage, dann ist natürlich die Unsicherheit in der Eurozone, ist dann natürlich mein wichtigstes Entscheidungskriterium, also so ein Blödsinn. Und wer sich diesen Quatsch ausdenkt, dafür auch noch jede Menge Geld bekommt, es ist unglaublich, ist das. Und dass dieser Unfug dann auch immer wieder weiterverbreitet wird, unter anderem zur besten Sendezeit direkt vor der Tagesschau von der ARD. Also es ist wirklich, naja, gut, ich reg mich an dieser Stelle jetzt mal nicht darüber auf. Anders sieht es allerdings bei der Angebotsseite aus, denn auf der Angebotsseite, da hat sich ganz real sehr, sehr viel getan in den letzten Jahren und das hat vor allen Dingen etwas mit der USA zu tun. Um das zu untermauern, habe ich mal ein paar Folien hier des US-Energieministeriums eingeblendet. Und wie wir hier ganz gut sehen können, ist die Produktion für Erdöl in den letzten Jahren massiv angestiegen in den USA. Die USA produzieren heute mehr Erdöl als Saudi-Arabien. Wenn man das mal historisch betrachtet, dann ist die Erdölproduktion in den USA heute schon fast auf dem Niveau. Im nächsten Jahr wird es wahrscheinlich ein All-Time-High werden. Schon fast auf dem Niveau der goldenen 60er, 70er Jahre, als das Öl in Texas oder Colorado noch in rauen Mengen floss. Das hat natürlich starke Auswirkungen auf den Handel. Die Ölimporte der USA sind seit 2007 stark rückläufig. Hat jetzt nichts mit der Finanzkrise zu tun, sondern etwas mit der gestiegenen Produktionsmenge. Also die reinen Importe sind um ein Drittel zurückgegangen. Zusätzlich haben die Exporte, die Erdölexporte der USA stark zugenommen. Also die sind ja förmlich explodiert in den letzten Jahren. Und wenn man das mal im Saldo betrachtet, dann sind die Nettoimporte an Öl insgesamt um die Hälfte zurückgegangen in den letzten Jahren. Und jetzt sprechen wir vom größten Erdölverbraucher der Welt. Und wenn beim größten Erdölverbraucher der Welt die Importe um die Hälfte zurückgehen, dann hat das natürlich einen massiven Einfluss auf die Angebots- und auf die Nachfrageseite. Und die USA beziehen ihr Öl zwar größtenteils aus Kanada und Mexiko, danach kommt dann Saudi-Arabien an dritter Stelle, aber da Öl auf den Weltmärkten gehandelt wird, ist der Rückgang der Nachfrage aus den USA hat da natürlich Einflüsse drauf. Das kann man jetzt nicht von der Hand wischen. Und meines Erachtens kann man jetzt auch nicht sagen, dass die kompletten Preiskapriolen jetzt nur von den Finanzmärkten beeinflusst werden, obwohl die Finanzmärkte das sicherlich gar kein Zweifel verstärken, die Entwicklung sowohl nach oben als auch nach unten, wo jetzt so ein realistischer oder realer Ölpreis liegen könnte für die Zukunft. Da bin ich natürlich auch überfragt. Wenn ich das wüsste, könnte ich viel Geld verdienen. Aber ich würde mal so einen Korridor von 60 bis 85 US-Dollar für realistisch halten. Die Preise der Vergangenheit waren durch die Finanzmärkte massiv überbewertet. Die sehr niedrigen Kurse, die es auch mal gab und momentan gibt, die denke ich mal, sind von den Finanzmärkten auch nach unten getrieben. Aber Erdöl ist momentan ist keine knappe Ware. Es gibt Erdöl in rauen Mengen. Es gibt auch keine Anzeichen, dass die Förderung irgendwann nachlassen könnte. Also insofern gibt es da schon ganz reale, realwirtschaftliche Gründe, warum der Ölpreis momentan so niedrig ist, wie er ist. Gut, gerade beim Ölpreis spielen natürlich auch immer so geostrategische, geopolitische Fragen eine Rolle und auch dazu hat sich unser Leser natürlich Gedanken gemacht. Die Preissenkung trifft Länder mit starker Abhängigkeit vom Rohölverkauf und geringen Spielräumen bei der Staatsfinanzierung. Das nützt im Moment natürlich zur Destabilisierung von Staaten wie Russland und Venezuela.
Na gut, dazu muss man natürlich erstmal zwei Hintergrundinformationen haben. Hintergrundinformation 1, dass es tatsächlich so ist, dass in Staaten wie Venezuela beispielsweise ein immens hoher Ölpreis, auf den Weltmärkten benötigt wird, um einen ausgeglichenen Staatshaushalt hinzubekommen. In Venezuela sind das glaubwürdigen Schätzungen zufolge um die 118 US-Dollar. In Staaten wie Iran, Nigeria sind es um die 100 US-Dollar. In Russland ist die Lage etwas entspannter. Da sind so 85 bis 90 US-Dollar. Sollte der Ölpreis lange Zeit auf einem Niveau weit unterhalb der genannten Preise verharren, dann kriegen diese Länder Probleme bei der Finanzierung ihrer Ausgaben. Gut, das ist natürlich für Staaten wie Venezuela eine Katastrophe, denn A, der Preis, der dort für ein Break-Even gebraucht wird, der ist sehr hoch, unrealistisch hoch, möchte ich fast sagen, und es sind keine Reserven vorhanden. Das ist ein großes Problem. Russland ist das Problem nicht ganz so groß, denn Russland hat in guten Zeiten vorgesorgt und große Reserven, aus denen es diese Defizite auch für längere Zeit noch decken kann. Langfristig könnte es da natürlich auch Probleme bekommen. Okay, Hintergrundinformation 1. Hintergrundinformation 2 ist natürlich, wenn man sich einmal die Finanzierung sowohl des Frackings und der Ölsandfördermethoden als auch der Offshore-Projekte anschaut, dann muss man feststellen, dass diese Dinge fast ausschließlich über Fremdkapital finanziert sind, meist von Banken, von Hedgefonds, von Finanzakteuren, die natürlich eine Renditeforderung haben. Da das relativ riskante Projekte sind, ist diese Renditeforderung auch recht hoch. Man spricht da in der Branche von mindestens 15%. Also mindestens 15% Rendite muss ein solches Projekt pro Jahr einfahren, um die, ja, die Kapitalgeber ordnungsgemäß bezahlen zu können. Diese Kapitalgeber, meistens ist es ja auch nicht ihr eigenes Geld, das haben sie wieder woanders geliehen. Sie haben die Sachen wieder gebündelt und weiterverkauft, wie damals bei den Subprime-Krediten. Und in den USA spricht man da bereits von einer Fracking-Blase, die zu platzen droht, was keineswegs unrealistisch ist, denn die ersten Unternehmen, die gehen jetzt bereits pleite. Und wenn der Ölpreis weiter auf einem so niedrigen Niveau verharrt, ist anzunehmen, dass es tatsächlich ein nächstes Beben an der Wall Street auslösen könnte, eine nächste Finanzkrise, die sich unter Umständen aus einer Weltfinanzkrise entwickeln kann. Ja, das ist Hintergrundinformation 2. Wenn Sie diese beiden Hintergrundinformationen haben, bewerten Sie vielleicht auch diese Theorien ein wenig anders. Ich meine, das ist vollkommen klar, Öl, USA, Saudi-Arabien, Iran, Venezuela, Russland, Putin, da kommen natürlich wieder, ja, die tollsten Fantasien kommen da wieder hoch. Und die Weltenerklärer, vor allen Dingen im Internet, sind natürlich dabei, ihre eigenen Theorien dazu entwickeln. Die beliebteste Theorie ist, dass die USA jetzt die niedrigen Ölpreise ja, generalstabsmäßig geplant haben, um ihre Lieblingsschurkenstaaten in die Knie zu zwingen. Gut, was steckt dahinter? Wenn Sie die Hintergrundinformation 2, also die Finanzierung des Frackings, betrachten, fällt dieses Motiv eigentlich logisch betrachtet schon mal raus, denn die USA gehören selbst zu den potenziellen Verlierern, und zwar ganz massiv, dieses niedrigen Ölkurses. Die USA können kein Interesse daran haben, die Fracking-Industrie jetzt komplett vor die Hunde gehen zu lassen und den Finanzsektor gleich mit, denn es stecken da über 200 Milliarden an Risikokapital drin, die könnten komplett abgeschrieben werden. Die Banken hätten wieder gigantische Probleme, da das Ganze wieder gehebelt wurde, fremdfinanziert wurde, verpackt wurde, wie bei den Subprime-Krediten. Und da kann natürlich die US-Politik gar kein Interesse daran haben. Die Ölkonzerne in den USA können kein Interesse daran haben, da sie momentan massiv Geld verlieren. Nicht nur durch Fracking, sondern auch durch ihre anderen Projekte, Offshore-Projekte beispielsweise, die momentan ebenfalls defizitär sind. Die US-Banken, Hedgefonds, also die komplette Wall Street kann daran gar kein Interesse haben, da sie schon momentan massiv Geld verliert und durch dieses Kartenhaus, das dort aufgebaut wurde, in Zukunft vielleicht wirklich richtig viel Geld verlieren könnte. Von daher halte ich diesen Erklärungsversuch für relativ absurd. Ähnlich sieht es mit den anderen Erklärungsversuchen aus, dass Saudi-Arabien bei Variante 1 die US-Fracking-Industrie als großen Konkurrenten aus dem Raum drängen will.
ein mögliches Motiv ist klar, bloß Saudi-Arabien ist wie kein anderer Staat oder kaum ein anderer Staat auf der Welt von den Finanzmärkten abhängig. Die ganzen Überschüsse, die Saudi-Arabien über Jahrzehnte erzielt hat, stecken in irgendwelchen Finanzprodukten. Und die Fonds, die Saudi-Arabien da aufgelegt hat für die eigene Zukunft, um die Zeit nach dem Öl zu finanzieren, die stecken auf den Weltfinanzmärkten. Und Saudi-Arabien kann gar kein Interesse daran haben, dass eine neue Finanzkrise ausbricht. Eine andere Frage ist, ob Saudi-Arabien überhaupt die Fördermenge drosseln kann. Das geht jetzt sehr ins Spezielle, deshalb verkürze ich das jetzt mal. Also es gibt eine Menge Experten, sehr glaubhafte Experten, die sagen, dass Saudi-Arabien technisch dazu gar nicht mehr in der Lage ist. Es sind hauptsächlich alte Ölfelder, aus denen momentan produziert wird, diese Giant Fields. Und da kann man die Fördermenge überhaupt nur mit einem großen Risiko für diese Felder variieren. Man kann nicht einfach den Hahn abstellen, dann wird das Ganze instabil und unter Umständen werden diese Felder dann irreparabel beschädigt. Okay, das zum Hintergrund, also ob Saudi-Arabien das überhaupt kann, lassen wir mal dahingestellt sein. Kommen wir zur letzten Variante, die ja auch gerne verbreitet wird, ist, dass Saudi-Arabien deshalb seine Fördermenge nicht reduziert und sehr glücklich mit den niedrigen Preisen ist, um Iran zu schädigen, dem anderen Hegemon im persischen Raum, im Raum und im persischen Golf. So muss man sagen. Ist aus den genannten Gründen ebenfalls unsinnig. Also ich persönlich glaube eher, dass sowohl die USA als auch Saudi-Arabien sehr wohl das Ganze unter geostrategischen Punkten als positiven Nebeneffekt sehen, der über die potenziellen Probleme, die beide Länder mit einem dauerhaft niedrigen Ölkurs bekommen, der das ja vielleicht ein wenig mindert, aber hier stecken doch die wirtschaftlichen und finanziellen Interessen, stehen da doch eher im Mittelpunkt. Und vor allen Dingen, wenn man sich mal diese Welterklärungsmodelle anschaut, wo die Bösewichte ja grundsätzlich entweder Big Oil oder die Wall Street sind. Gerade die sind ja nun die zwei Branchen, die am meisten zu verlieren haben. Und insofern halte ich das persönlich für nicht sonderlich realistisch. Aber muss ich dazu sagen, das ist natürlich jetzt meine persönliche Einschätzung. Schauen Sie sich ruhig im Internet um. Sie werden da massiv Einschätzungen finden, die in eine andere Richtung gehen. Und lesen sich die Argumente durch und bilden sich ihr eigenes Bild, ihre eigene Wahrheit. Das ist ja letztendlich auch Aufgabe der Nachdenkseiten. Wir wollen Argumente liefern, anhand derer sie in Kombination mit anderen Einschätzungen, mit anderen Argumenten sich ihre eigene Version dort rausbilden können. Und es ist ja auch vollkommen in Ordnung so. Ja, gut, dann hoffe ich, dass ich die Frage gescheit beantworten konnte. Und ja, bis zum nächsten Mal. Wenn auch Sie Fragen an die Nachdenkseiten haben, schreiben Sie bitte an fragen@nachdenkseiten.de. Ja, bis dahin und ein schönes Wochenende. Ihr Jens Berger. Auf Wiedersehen.